Okay, die nächste Mission ist abgeschlossen. Damit bleiben noch zwei Anomalien, die wir abarbeiten müssten. Und die sind beide im selben System. Ich kann euch gar nicht sagen, wie es heißt, aber die sind beide im selben System. Und das ist gleich hier um die Ecke. Das sind die letzten, die wir noch machen müssen. Und dann geht's wirklich zur Reaper FFS. Habe ich ja lang genug rausgezögert hier mit Nebenaufträgen. Keine neuen Nachrichten, wunderbar. Brechen wir direkt auf. So. Und natürlich müssen wir mal wieder zum Massenportal hinreisen. Es wäre auch zu schön, wenn die Anomalien einfach mal in den Systemen wären, wo sich die Massenportale befinden, ne? Nein, man muss immer erst hinfahren. So. Dann springen wir mal nach nebenan. Kelston Rift war's. Okay. Haben wir schon hier eine? Nein, natürlich nicht. Die sind beide woanders, aber gleich nebeneinander. Schön. Müssen wir gar nicht so weit durch die Gegend reisen. In dem System waren wir vorhin schon mal, als wir die diese Straße, diese Produktionsstraße von Hanekeda platt gemacht haben. Ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder 5 Folgen her oder so. Ich habe eine Anomalie geortet. Ja, ich weiß. Ich wiederhole. Es liegt ein kaputter Mech auf der Planetenoberfläche rum. Wenn Sie glauben, Sie bringen ihn zum Laufen, das ist alles? Sonde unterwegs. Ein kaputter Mech? Ich habe meine Güte. Oberflächenscans orten die Signatur eines schweren Imir-Mechs mit einer unbekannten Registrierung, möglicherweise Piraten. Der Mech scheint deaktiviert zu sein, sendet aber eine Endlosschleife mit einer Nachricht. Es scheint sich dabei jedoch nicht um ein Notsignal zu handeln. Ressourcenscans orten große Mineralienvorkommen, aber die liegen hinter Gestein mit hoher Dichte. Aha. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt unbedingt zu dem Mech dann hinzufahren. Lass sie doch einfach verrotten, da tut doch keinem was dort. Oder sind dort irgendwelche Leute, die von dem gefährdet werden? Ansonsten lasst ihn einfach dort, er wird schon kein Eigenleben entwickeln und dann den Planeten verlassen wollen. Auf jeden Fall wieder dieselben wie vorher. Wobei, nee, ich glaube, ich nehme mal einen Render mit. Ach nee, die hat ja gar keine. Ach, die hat auch Bereichsüberlastung, okay. Haben wir jemanden, der eine starke Überlastung hat? Außer Garrus. Also Garrus hat ja, glaube ich, die starke, ne? Ne, der hat auch Bereichsüberlastung. Ich habe mit allen die Bereichsüberlastung gewählt. Na sowas. Na gut, dann nehmen wir wieder das Duo hier. Passt schon. So, bei Garrus können wir jetzt mal auf den Betäubungsschuss gehen, würde ich sagen. Bei Kazumi spare ich mir es. Gesunde Atmosphärenfarbe auf jeden Fall. Tief in den Wänden der Schlucht. Zum Abbau wird schwerer Sprengstoff benötigt. Wirklich? Aktivieren Sie den Mech und sprengen Sie damit ein Loch? Ich habe Harrod gutes Geld für diesen nutzlosen Haufen. Signalfehler. Relevante Ressourcenlager auf diesem Planeten entdeckt, aber Speicherleck entdeckt. Also gut, sagte ich. Okay, aus dem Ding läuft Treibstoff aus wie aus einem Volus nach einem Krug Grünkohl. Aber damit komme ich. schon klar, finde ich gut. Das ist ja, Rünkohl war ja der Alk, den nur Kroganer vertragen, glaube ich. Ein Menschen würde es zerreißen, haben sie, glaube ich, gesagt. Also bin ich losgezogen und habe eine Spur von Energiezellen gelegt, von der Abladestelle des Mechs bis zu fehlerhaftes Package, bitte erneut abrufen, damit ich das Ding wenigstens zum Laufen kriege. Und jetzt will sich, Ausnahmefehler entdeckt, nicht mal rühren. Verdammt soll er sein, dieser betrügerische Elkor. Elkor und betrügerisch, Teil von Signalfehler. Gedächtnis aktiviert. Na gut, warum sollte ein Elkor nicht betrügerisch sein? Allerdings glaube ich, ihm würde man es anmerken, weil er schlecht lügen kann. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, wie ein Elkor lügen soll. Weil die ja immer sagen, wie sie etwas sagen. Oh. Ruhig bleiben. Gut, ich meine, theoretischerweise müsste er einfach nur darauf verzichten, verräterische Sachen zu erwähnen, ne? Was muss ich jetzt? Ach, ich muss ihm die Energiezellen einwerfen, okay? Most interesting. Das Ding arbeitet also wirklich für uns. Bin ich so nicht gewohnt. Gut, dann schauen wir schon mal, wo es die nächste Energiezelle gibt, damit wir die ihm bringen können.
Halt, was haben wir hier? Aha, Energiezellen. Gut, derjenige, der das Ding eigentlich aktivieren wollte, hat also... Kazumi? Okay, wenn du Bock drauf hast. Er hat also eine Spur aus Energiezellen gelegt, das wollte er sagen. Das war ja der Teil, der nicht ganz verständlich war im Text. So, weiter. Hier wird nicht ausgeruht. Kannst du später noch machen. Ich muss aber sagen, wenn die Energiezellen bloß so kurz vorhalten, dann sind die Dinger verflucht ineffektiv. Dann ist das nicht wirklich nutzbringend, was die hier machen. So, die Frage ist, muss ich jetzt hier oben lang? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben Gesellschaft. Ach, sieh mal einmal an. So. Haben wir die schon mal weg? Unser kleiner Mac gibt gleich wieder den Geist auf, aber wir finden bestimmt hier links gleich noch eine Energiezelle, natürlich. Wie sollte es anders sein? Ja, damit. Und zurück zum Mac. Steht er schon wieder? Ja, am Arsch der Welt steht er rum. Komm, einen Meter weiter hättest du noch gehen können. Die Anzeige ist noch nicht ganz leer. Was für ein Auftrag. Spannung pur. Von vorne bis hinten. Na gut, was soll's. Es muss auch solche Missionen geben. Da ist schon wieder die nächste. Wunderbar. Schnappen wir uns direkt und warten auf unseren Freund. Ja, mein Kleiner. Ich kann ihm auch gar nichts tun. Ist ja auch interessant. Nö. Interessiert ihn den Scheiß. Gut, dass er kein Feind ist. Weiter. Also wahnsinnig ineffektiv, was die Energiezellen, den Energiezellenverbrauch angeht, aber man kann ihn nicht zerstören. Ist doch auch was. So, ich dachte gerade, ich habe ihn kaputt gemacht. Aber er hat sich nur zum Beschuss gerüstet. Typ, du hast das noch nicht eingerissen, ne? Nur so als Hinweis. Okay. Sehr nett. Oh, was? Oh, okay. Warum nicht? Das ist das deutliche Zeichen, dass wir unser Ziel erreicht haben. So, 5000 Einheiten Platin. Grünstichiges Platin. Warum nicht? Riesenmission. Vergrabenes Ressourcenlager sichergestellt. Bergung des Immermax nicht möglich. So, kürzen wir mal ab. Schön. War toll. Warum springt sich das Ding dann automatisch in die Luft? Was war das für ein Kurzengerät? Wer hat das erfunden? Kann ich schon verstehen, dass der andere sich darüber aufgeregt hat. Und es dann einfach wahrscheinlich wutentbrannt zurückgelassen ist, hat. Okay, irgendwelche Infos dazu? Nö. Kann ich verstehen. Was will man da auch groß sagen? Wir haben ein Platinlager gefunden und damit gut. So, auf zur letzten Nebenmission nach Solveig. Auf dem Sin Maramond und... Ich habe eine Anomalie geortet. Ein letztes Mal scannen ist noch drin. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Planetenscans zeigen, dass die Kolonie auf Sin Mara vor der gefährlichen Strahlung ihrer Sonne nicht geschützt ist. Fehlfunktion im Magnetschild der Kolonie entdeckt. Schild muss reaktiviert werden, damit die Kolonie nicht länger instabilen solaren Aktivitäten und damit der völligen Vernichtung ausgesetzt ist. Die Frage ist, wie lange ist das Schild schon außer Betrieb? Denn, naja, wenn der schon eine Weile außer Betrieb ist, wird es schwierig, überhaupt noch irgendwelche Überlebenden zu finden. Kann das sein? Die werden dann wahrscheinlich alle schon ein bisschen verstrahlt sein. Und ich glaube, Gamma-Bestrahlung hält man nicht so lange aus, den Beschuss. Gut, Gamma-Strahlen kann man ausweichen, indem man einfach irgendwo in den Keller geht. Die werden leicht abgewehrt. Nee, Quatsch, die werden nicht leicht abgewehrt. Alle anderen, Alpha- und Beta-Strahlen, werden leicht abgewehrt, so rum. Aber Gamma-Strahlen, schwierig. Quatsch, ich hier Unsinn. Ist sogar so, Alpha-Strahlung... Das ist übrigens, Alpha-Strahlung ist auch so eine Mischung aus Strahlung und,
Also das ist noch so ein Masse-Teilchen-Ding. Also das ist nicht nur Strahlung sozusagen. Das ist auch Material. Die Alpha-Strahlung ist auch für die Aurora Borealis zuständig. Wie heißen sie denn? Polarlichter. So heißen sie. So, aktivieren wir hier mal. Und die kann man tatsächlich mit einem Papier abwehren. Also die haben keine große Durchdringungskraft, aber Gammastrahlen sind so kurzwellig, so hochenergetisch, da ist es schwierig, irgendwas abzuwehren. Und die sind verdammt gefährlich. Auf der Erde gibt es ja zum Glück ein natürliches Magnetfeld, das durch den sich drehenden flüssigen Metallkern entsteht. Durch den Eisenkern. Und dadurch wird quasi das Magnetfeld erzeugt und das rettet unser Leben sozusagen. Wenn es das nicht gäbe, dann wäre Polen offen. Nicht bloß Polen, sondern der Rest der Welt auch. Aktivier doch mal bitte. Es geht nicht. Gut, dann umgehen wir vielleicht erstmal die Schildsteuerung oder wir schauen uns erstmal das hier an. Was? Okay. Wahrscheinlich können wir immer bloß das aktivieren, wo gerade die Spur hinführt. Ich weiß es nicht. Warnung, Generator überhitzt. Okay, jetzt können wir hier drüben ran. Dann müssen wir mal die Kühleinheit aktivieren, wenn er überhitzt ist. So. Sinnloserweise geht es danach einfach weiter. Selbst wenn wir dann die Aktivierungseinheit woanders hinsteuern. Schild kann nicht aktiviert werden, weil Generator offline ist. Ach, natürlich. So, dann leiten wir es nochmal hierher um. Der wird aktiviert. Ist ein wahnsinnig schweres Rätsel. Gut, und dann aktivieren wir mal die Schildsteuerung. Oder umgehen sie. Ja, wir wollen sie ja letztlich aktivieren. Also stimmt schon. Ist ja der Magnetschild, den wir hier aktivieren. So. Damit wieder alles IO. Tatsächlich. Magnetschild wiederhergestellt. Kolonie auf Sinmara jetzt vor Katastrophen durch Solaraktivitäten geschützt. Belohnung in Credits von den Kolonisten auf Sinmara übermittelt. Und da hätten sie keinen eigenen Techniker hinschicken können, der mal die drei Knöpfe drückt? Von mir aus. Ich habe nichts dagegen, ein paar Credits einzusacken. Ist bloß ein bisschen merkwürdig. Gut, damit haben wir alle Nebenaufträge abgeschlossen. Das heißt, jetzt gibt es nur noch Hauptmission, Hauptmission, Hauptmission. Wird lustig. Aber vorher gehen wir nochmal übers Schiff. Und werden noch mal ein bisschen mit den Teammitgliedern reden und schauen, ob es was Neues gibt. Nachrichten gibt es auf jeden Fall keine. Commander, mal. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe gerade nachgeschaut. Du lügst. Du lügst wie gedruckt. So, erstmal zu Mordin. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kein guter Zeitpunkt. Okay. Versuche, Kontaminationsvektoren zuzuordnen. Muss mich konzentrieren. Sonst Infektion mit auf Menschen spezialisiertem Virus auf ganzem Schiff möglich. Noch etwas? Na, dankeschön. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Kannst du da nicht dran arbeiten, wenn du auf einem nicht menschlich besetzten Schiff bist? So, ich glaube, wir haben aber noch ein paar Tags, oder? Panzerungsupgrade, zumindest das hier. Schadensschutz, genau, das habe ich vorhin noch mitgekriegt, dass wir da irgendwoher den bekommen haben. Und bei den Prototypen, Munition für schwere Waffen, auf jeden Fall. Damit müssen wir jetzt schon über 1000 Punkte für den Partikelstrahler haben. Und das schwere Hautgewebe, gerne auch. Ich glaube, das ist immer noch hier, genau, immer noch die Schrotflinte. Das geht immer noch nicht. So, da gehen wir erstmal bei Jacob drüben vorbei. Kann auch sein, dass das jetzt eine ganz kurze Runde wird, weil uns niemand mehr irgendwas erzählen will. Aber mit manchen habe ich ja noch nicht so oft geredet wie mit Mordin. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich könnte ein wenig Freizeit vertragen. Irgendwas ist ja immer, stimmt's? So wie manche reden, könnte man meinen, wir wären bereits tot. Es ist schwer für eine Crew, sich bei so einem Job zu entspannen. Wohl wahr. Die nächste Normandy kriegt eine Lounge. Hoffentlich müssen die das nicht nochmal machen. Alles wieder neu zu bauen, war eine höllisch anstrengende Nummer. Das kann ich bestätigen. Ja, ich wette, dass sie das können. Wenn wir versagen, glaube ich nicht, dass jemand die Kohle springen lässt, um mich wieder zusammenzuflicken. Schon harter Job war, Shepard, zu den Guten zu gehören? Es wäre nicht der richtige Weg, wenn es leicht wäre. Man stelle sich mal vor, dass alle, die jetzt auf unseren Sieg hoffen, sich erheben würden. Dann müssten die Kollektoren eine weitaus größere Schlacht schlagen.
Schießen. Wie auch immer. Ich wette, wir haben jede Menge neue Freunde, wenn wir siegen. Hoffentlich erleben wir das noch. Ich hab's vernommen. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. War schön, mit Ihnen zu reden. Oder es ist so, wie du schon mal festgestellt hast, wie bei den meisten wichtigen Unternehmungen, dass es einfach unter den Tisch gekehrt wird. Und das halte ich für ein ganzes Stück wahrscheinlicher. Ich glaube nicht, dass so viele uns am Ende mit Kusshand empfangen werden dann. Wahrscheinlich wird es überhaupt keine Dankbarkeit mal wieder geben dafür. Wäre nicht das erste Mal. Nichts Neues bei euch? Okay, dann sind hier die Gespräche wohl auch durch. Schauen wir nochmal bei Samara nach, aber ich glaube, hier wird es auch nichts mehr geben, oder? Ich dachte, wir könnten uns ein wenig unterhalten. Sehr gern. Ah, okay. Freut mich. Sie waren mir ein guter Freund. Das bedeutet mir viel. Wenn wir nach dieser Sache beide noch leben, können Sie mich jederzeit wieder um Hilfe bitten. Ich werde zu Ihnen kommen, Shepard. Okay. Das war kurz, aber deutlich. Samara mag uns, wir sind ein guter Freund und ich glaube, das war auch das Zeichen dafür, dass es mit Samara nichts mehr zu besprechen gibt. Zane, wie sieht's bei dir aus? Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Also gut, ich habe gerade eine Nachricht für Colliard aufgenommen. Wie läuft's mit ihm? Es ist schwierig. Wie immer, wenn es wirklich um etwas geht. Ich habe es nie erklärt. Die Geschichte vom Tod meiner Frau hat sie wohl überrascht. Ich dachte, Sie würden es mir schon erklären, wenn Sie dazu bereit sind. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Ich habe die Arbeit und das Leben zu Hause strikt getrennt. Ich dachte, das würde reichen, um Erika zu beschützen. Die Erinnerung, die ich erwähnt habe. Der Laserpunkt auf dem Schädel der Zielperson zittert. Der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier, voller Trotz. Das war Erika. So habe ich sie kennengelernt. Sie sah im Vorbeigehen meinen Ziellaser und hat sich dazwischen geworfen. Wie ist es abgelaufen, dass sie erst ihren Schuss blockiert und dann ihre Kinder bekommen hat? Ich musste sie einfach kennenlernen. Ich war wie besessen von der Erinnerung. Ich bin vor ihr auf die Knie gefallen und habe sie um Vergebung angefleht. Sie hat mir die Welt außerhalb meiner Arbeit gezeigt. Irgendwann hat sie mir vergeben. Und später hat sie mich geliebt. Sie hat sie wohl ziemlich beeindruckt. Durch sie bin ich aufgewacht. Ihr Körper zittert. Nicht aus Angst, aus Empörung. Ihre Lippen bewegen sich. Wie können Sie es wagen? Wir beide wurden dazu ausgebildet, uns für andere zu opfern. Aber wie oft wirft sich ein Zivilist vor eine Kugel, um jemanden zu beschützen, den er gar nicht kennt? Ich dachte, sie wäre die Göttin Arashu. Unsere Blicke trafen sich durch das Visier. Und mein Ziel wurde unwichtig. Colliard, haben Sie gesagt, dass sie gestorben ist? Ich wurde selbstgefällig. Ich dachte, Erika und Colliard wären sicher. Ich bin zu lange weggeblieben und meine Feinde haben sie geholt. Wer kam zu ihr? Batarianer, Sklavenhändler, die sich in den äußeren Kolonien der Hana herumtrieben. Ich hatte ihre Anführer getötet. Sie haben den Shadow Broker dafür bezahlt, herauszufinden, wer ich war. Aber vor mir hatten sie Angst. Also gingen sie zu ihr. Sie haben Colliard gesagt, sie hätten ihre Mörder zur Strecke gebracht. Erika hat mich aufgeweckt. Als sie tot war, bin ich in meinen Kampfschlaf zurückgekehrt. Mein Körper hat die Killer gejagt und ermordet. Ich habe gelernt, schnell und sauber zu töten, um das Leid zu minimieren. Aber die habe ich leiden lassen. Sie haben aus Instinkt gehandelt. Laut Ihren eigenen Regeln dürfen Sie sich nicht die Schuld geben. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, sie zu jagen. Ich habe außer Ihnen nie jemandem das Leben genommen, weil ich es wollte. Sie sind die Einzigen, die auf meinem Gewissen lasten. Ich habe über meine Frau nicht gesprochen seit... Ich habe noch nie darüber gesprochen. Es war niemand übrig, dem ich es hätte erzählen können. Thane, das Schlimmste ist, dem Tod mit Bedauern entgegenzutreten. Sie gehören zu meiner Crew und ich betrachte Sie als Freund. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, fragen Sie einfach. Ich war noch nie Teil eines Teams. Attentäter arbeiten meist allein.
Aber langsam sehe ich Vorteile darin, dem Tod mit Mitstreitern an der Seite zu begegnen. Ich arbeite daran. Oh, schön, dass hier das Geräusch von Steam mitkommt, wenn man hier irgendwas erhält. Super. Das ist natürlich ein bisschen unterdrückt hier, das sieht man jetzt nicht, aber ich habe gerade eine Nachricht bei Steam gekriegt. Gut, egal. Ich finde die Beziehung zwischen Thane und seiner Frau eigentlich ziemlich schön, muss ich sagen. Ich habe gerade an sie gedacht. Jacob hat einen besseren Vater verdient. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch erschießen wollen. Ich verstehe, warum Jack so ist, wie sie ist. Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Es muss sehr schwer für Samara gewesen sein, sie um Hilfe beim Töten ihrer eigenen Tochter zu bitten. Sie hat mir gesagt, dass sie ihnen für ihre Hilfe sehr dankbar ist. So hart sie auch sein mag, ohne sie hätte sie das wohl kaum geschafft. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Gut, dann wollen wir mal noch hier drüben bei Miranda vorbeischauen. Ob die vielleicht auch noch was hat? Und komm danach noch zu Garrus. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Ach stimmt, die hatten wir ja verärgert. Natürlich, Commander. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, weil wir sie zurückgewiesen haben, will sie ja nicht mehr mit uns reden. Stimmt ja. Ja, hat sie Pech gehabt. Gut, schauen wir nochmal bei Garrus vorbei. So langsam werden die Gespräche weniger, ne? Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann okay. Das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. So, also haben wir jetzt eigentlich niemanden mehr, der danach noch mit uns großartig was zu besprechen hat, würde ich denken. Also bei Thane weiß ich es nicht ganz genau. Ich glaube aber, bei dem sind wir jetzt auch durch. Der hat uns jetzt über die Drell erzählt. Der hat uns aus seiner Vergangenheit von Kolliard erzählt und von seiner Frau jetzt komplett. Also eigentlich würde ich denken, da dürfte nichts mehr kommen. Tali brauchen wir gar nicht erst besuchen. Said besuche ich jetzt auch nicht, weil ich ihn doof finde. So, gucken wir noch kurz bei Jack und bei Grunt. Also eigentlich, Jacob könnte oben vielleicht noch sein, weiß ich nicht. Die meisten sind aber durch. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Ich vermisse Ihr freundliches Wesen, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Nein, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Keine Sorge, ich bin nicht interessiert. Gut. Ich wollte sowieso nicht, dass Sie hier weiterhin vorbeikommen. Gibt es ein Problem, Jack? Ich weiß nicht, ob Sie mit mir spielen oder nicht. Es gefällt mir nicht. Dann lassen Sie es. Das könnte Ihnen so passen. Damit es nur noch um Sie geht und darum, was Sie wollen. Ich muss nachdenken. Gehen Sie. Ich will, dass Sie mich eine Weile nicht mehr besuchen. Okay, ich komme nicht mehr runter. Jack hat insofern ein Problem, dass sie sozial vollkommen unfähig ist. Also sie kann halt keine Freundschaft dulden. Für sie gibt es halt nur entweder Liebesbeziehungen oder halt Distanz bzw. Hass, ne? Also normale Freundschaft ohne Hintergedanken kennt sie halt überhaupt nicht. Und also sie ist da halt sozial völlig geschädigt. Shepard. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Ein Clan, ein Volk und Feinde zum Bekämpfen. Das ist vorerst alles. Wunderbar. Shepard. Unser Team ist also soweit zufriedengestellt. Die meisten jedenfalls. Jack jetzt vielleicht nicht so. Jetzt hört doch mal auf, mich anzuschreiben da im Hintergrund, Mensch. Ich muss mal den Ton irgendwann ausstellen. Gut. Und an der Stelle höre ich dann, glaube ich, auch mal auf. Beende ich dann auch mal die Aufnahme. Und das bedeutet, beim nächsten Mal können wir uns voll und ganz der Hauptmission widmen. Das heißt, da geht's dann los mit der Reaper FFS und allem, was dem folgen mag. Wir sind jetzt wunderbar vorbereitet. Wir haben alles, was wir brauchen. Unser Team ist zufrieden mit uns und der Welt. Und das bedeutet, sie werden uns in den Tod folgen. Also beim nächsten Mal wird's wieder haarig mit den Proteanern, nicht den Proteanern, Kollektoren heißen sie. Tut mir leid, dass ich das immer wieder falsch sage. Gut, und dann geht's richtig los. Bis dahin, macht's gut. Bis bald.